Ja. Schon wieder die alte Tante hier. Die Ja, hatten das wir doch Video haben schon. wir ja letzte Woche gesehen. Ich wollte es euch trotzdem nochmal zeigen, weil es gibt aktuelle Entwicklungen. Aber erstmal zeige ich es euch nochmal. Das, was anderer Herkunft ist, was People of Color ist, was Feministin ist, was überhaupt nur Frau ist. Und dazu haben wir eine Stimmung hier in diesem Land, wo man mal sagen muss, der Antikommunismus, wo wir dachten, der wäre überwunden, der wird im Moment dermaßen lebendig, was wir möglicherweise auch alle lange unterschätzt haben. Wir sind ja ein paar wenige Wochen vor Thüringen wurde in Berlin eine linke Verfassungsrichterin nicht gewählt. Die rechte Opposition feiert sich dafür, dass sie das verhindert hat. Wir werden nächste Woche wieder eine feministische Juristin zur Wahl stellen. Und warum? Weil wir jetzt die sogenannten liberalen Demokraten auch zwingen wollen, die Mauer nach rechts aufzubauen, sich davon zu distanzieren, von der Politik der AfD. Und das, glaube ich, ist existenziell. Wenn wir die Rechten isolieren wollen, wenn sie gesellschaftlich geächtet werden wollen, dann müssen wir eine Brandmauer aufbauen. Und ich will da überhaupt nicht mit der CDU paktieren, davon bin ich weit entfernt. Ganz im Gegenteil. Ich finde die Frau klasse. Ja, Ja. Antikommunismus kommt zurück. Ja, ich keine Ahnung. Ich habe am Wochenende die 3-Stunden-Doku von Arte über das Gulag, Konzentrationslagersystem geguckt und Ne? das empfehle ich der Frau auch mal. Richtig schöne Dokumentation über das, was ja, warum man Antikommunismus hochhalten sollte. In allen Ehren. So. Ja, und jetzt Trommelwirbel. Die wunderbare feministische Verfassungsrichterin wurde gewählt. Yay! Yeah. Das ist erfreulich. Gratulation auch von unserer Seite und ich kann nur immer wieder immer sagen, in diesen Fällen, es ist alles so schlimm in Amerika mit den SJWs. Wollen die Leute so Ewigkeiten, bis sie ihre Sachen mal durchkriegen? Ne? Ja, Das genau, dauert das ist so auch gar nicht, ewig, ich Mann. meine, ja, also nur weil man sich gerade hingestellt hat und gesagt hat, wir zwingen die liberalen Demokraten und wir werden wieder eine feministische aufstellen und der hat sich damit gebrüstet, dass wir es verhindert haben und der Antikommunismus in Deutschland, ja. Ja, da haben wir so auf jeden Fall die Frau Lemke und hier haben wir ihren Lebenslauf. Ah, sie hat mit Öffentliches Recht Geschlechterstudien zu tun. und Sehr schön. Geschlechterstudien, ja, Das ist erstaunlich. Humboldt-Universität. Also das ist wahrscheinlich eine der Nachfolgerinnen von Frau Beer, der Bundesverfassungsrichterin. Das ist ja jetzt hier nur Landesverfassungsrecht, also in Anführungsstrichen nur. Aber ja, auf jeden Fall das Gender-Kompetenzzentrum, was wir hier sehen, das ist ja dieses Ding, was die Frau Beer mal gegründet haben soll. Und ja, auf jeden Fall öffentliches Recht hatte die Frau Beer, als ich dabei bei dieser Veranstaltung war, wo sie da von ihrem Werdegang erzählt hat, da hatte sie ja auch ganz großes Fokus drauf gelegt, wie toll das ist mit dem öffentlichen Recht, dass man sich da auf jeden Fall mit beschäftigen muss. Und meines Erachtens nach halt eben, ja, weil das natürlich der Punkt ist, wo sie ihren Kram halt durchkriegen. Ne? Also halt von oben herab Gesellschaft umgestalten. Was meint ein öffentliches Recht in der Form oder im Zusammenhang? Weiß ich jetzt gar Naja, nicht recht. generell alles, was der Staat halt macht, öffentliches Recht. Okay. Ich finde es voll gut, dass wir Kulturmarxismus in die Gesetze gerieben bekommen. Also ich finde es klasse. Also. Boah, das ist ja echt das reine AfD. Passwort-Salat, dieser Lebenslauf, Für die ey. Europäische Kommission gearbeitet hier. Gewalt im Geschlechterverhältnis. Oh. Ja, der Antikommunismus, Leute, ne? Das ist das, was solche Leute hier verhindert. Der Antikommunismus. Aber es hat alles nichts mit nichts zu tun. Ja. Und das, Und also du kannst auch nicht Kulturmarxismus dazu sagen, nee, nee, auf gar keinen Fall. weil wo hat denn Marx in seinem Kapital über Gender gesprochen? Ja, Also, nirgends natürlich. ja. Ja, nun zum wirklichen Leben. Die Frau Bär ist das. Die Frau Bär vom Verfassungsgericht hatten wir schon lange nicht mehr hier. Wir hatten aber vor ein paar Jahren mal so einen Vortrag von ihr, wo sie da viel von den Basics geredet hat. Friede sei mit den Basics, ist das, glaube ich, auch. Also unser Video Ja, dafür, nicht genau. ihr Vortrag. Und Basics. die Dame ist ja
Die Dame ist ja Richterin am Bundesverfassungsgericht und zwar vorgeschlagen von den Grünen. Und was die Dame halt auch ist, ist eine Radikalfeministin, wie sie selber auch sagt, denn ich war, wie vielleicht der eine oder andere bei Twitter mitbekommen hat, am Montag, vergangenen Montag, bei einer Veranstaltung, wo sie da, also bei dieser Veranstaltung, die hier beworben wird, die das Englisch darüber ist schon wieder so ein übersetztes Englisch und dieses Archive macht das jetzt irgendwie immer. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, aber halt an der Juristischen Fakultät Hannover habe ich mich da hinbegeben und mir das mal angehört, was die Dame so gesagt hat. Die hat also da vor angehenden Juristen gesprochen und es ging halt größtenteils um ihren Werdegang und sie hat da so einiges erzählt, wo ich euch mal ein paar Dinge, die ich hier mir im Nachhinein aus dem Gedächtnis aufgeschrieben habe, euch mal sagen wollte. Also zum einen hat sie erzählt, dass sie bei der Catherine McKinnon in Amerika promoviert hat. Und zu der kann euch der Ebel auf jeden Fall so einiges erzählen. Ebel? Ja, also die McKinnon, die ist am bekanntesten dafür eigentlich, dass sie eine Kampagne gefahren hat, um eben Pornografie halt zu verbieten. Und weil das eben Gewalt gegen Frauen ist und dass das immer nur unter Zwang stattfindet. Und sie hat verschiedene Bücher geschrieben, darunter hat sie eins, das heißt Towards the Feminist Theory of the State, also zu einer feministischen Theorie des Staates. Und das erste Kapitel ist halt Feminismus und Marxismus. Das Problem mit Marxismus und dem Feminismus, feministische Kritik von Marx und Engels, eine marxistische Kritik von Feminismus und Attempts of a Synthesis. Also, dass er halt die Theorien zusammenführt. Theorien von Marx und Feminismus, ja. Ja. Sehr schön. Und in den Quellen tauchen halt Leute auf wie der Althusser. Althusser, der hat seine Frau ermordet und war dafür bekannt, dass er halt eine Ultra-Paranoia-Theorie aufgestellt hat, dass eben alles Propaganda ist und alles Indoktrination ist, von der Schule am Arbeitsplatz, die Werbung, und das ist halt alles ein riesengroßer Komplex, der dich da, wie halt in der Matrix, dass das halt alles sozusagen Propaganda ist im Kapitalismus. Dann hat es ja auch Millet mit The Second Sex, Foucault, Karl Marx, George Lukács, Marcuse, Sartre, Simone de Beauvoir, Susan Sontag. Susan Sontag finde ich noch die schlimmste von allen, weil die ist berühmt, berüchtigt und wirr, also einfach nur wirr. Die hat zum Balkankrieg Sachen geschrieben, da zieht es euch die Schuhe aus, also. Und solche Leute hat sie natürlich in ihren Quellen drin und dann redet sie halt davon, dass wir eben in einer Rape-Culture leben, the liberal state, rape and coercion and consent, abortion on public and private, pornography on morality and politics, sex equality on difference and dominance. Und sie will halt damit eine These aufstellen, wie man einen feministischen Staat halt aufbaut. Und daran arbeiten die ja auch. Die wollen ja also eine Revolution. Also, und die kriegen sie nicht aktiv, sondern halt über Reformbestrebungen innerhalb des Gesetzes, also innerhalb des Systems des Gesetzes. Also, zum Beispiel, ja. Unter anderem, ja. Weil die, also das war jetzt die McKinnon, von der du gerade geredet hast, nicht jetzt hier die Frau, Frau Bär, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, nicht, dass da wieder Verwechslungen auftauchen. Aber wir waren ja auch bei der Kimberly Crenshaw, die ist ja auch Jura-Professorin, muss man wissen halt. Mhm. Na, also zu dem Thema mit dem Ändern von der Gesellschaft durch die Juristerei. Und die Frau Bär war ja auch ein großer Faktor bei der Sache mit dem dritten Geschlecht im deutschen Recht. Und das war ja auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von dem Senat, wo dem die Dame angehört. Ich glaube, es gibt da zwei Senate im Bundesverfassungsgericht und sie gehört einem von diesem halt an. Und ja, dadurch, dass sie auch von den Grünen vorgeschlagen ist und selber diese ganzen Themen halt unglaublich wichtig findet, ja, hat sie da auf jeden Fall einen enormen Beitrag zu geleistet. Alleine konnte sie das natürlich nicht entscheiden. Da haben ja schon noch, ich glaube, 8 Mitglieder dieser Senat. Also da da sind auch andere Leute, die da Ja sagen müssen. Einer alleine reicht nicht.
Aber ja, ich meine, das erleben wir ja immer weiter, dass diese ganzen Talking Points von links, Ansichten, da ja so ziemlich der Normalfall im Moment sind. Also, dass alles sich irgendwie so ein bisschen dahin bewegt hat, dass es so als ja, das einzig Vernünftige halt schon teilweise geht in vielen, vielen Bereichen halt. Ja, ja, und da muss man halt auch dazu sagen, dass die Konservativen dort halt oft auch Progressivismus mit Tempolimit betreiben. Also habe ich das Gefühl. Also, ja. Ja, und sie hat also gemeint, sie hätte sich da auch keine Chancen ausgemalt, weil sie ja eine radikale Feministin ist, und hat auch gesagt, dass irgendwelche Zeitungen es geschrieben hätten, dass sie eine radikale Feministin ist. Ich glaube, sie hat sogar gemeint, die Taz hätte das geschrieben, dass sie eine radikale Feministin ist. Und sie hat dann gesagt, so, ja, radikale Feministin bin ich ja auch, weil Radis, das ist die Wurzel, und das bedeutet einfach nur die Wurzel, und Feminismus bedeutet einfach nur Wahlrecht für die Frauen und Sichtbarkeit für die Frauen, und wenn man da dagegen ist, dann will ich mich eigentlich mit den Leuten gar nicht unterhalten, hat sie gemeint. So. Also so nach dem Motto, ja, quasi Wurzelfeminismus heißt dann nur, wir wollen gleich Rechte und so. Aber ich meine, allein schon mit diesem Thema Wahlrecht, da könnte man so viel dazu sagen, was diese Leute da wahrscheinlich noch nie gehört haben, weil sie nur aus der Politik und aus den Medien nur irgendwie meinen, Frauenwahlrecht musste irgendwie erstritten werden in Deutschland, was ja ziemlicher Humbug ist, weil wir ja sowieso keine richtige Demokratie hatten, wo jeder wählen durfte, bis halt eben zur Weimarer Republik. Und ja, deswegen ist es halt auch nicht speziell ein Frauenwahlrecht eigentlich, was man groß erkämpfen musste. Und auch in anderen Ländern, in Amerika ist ja das berühmte Ding, dass sie da das Wahlrecht gar nicht auf dem Zettel hatten, die erste feministische Bewegung da, weil, und das nur sich angeeignet haben, diesen Punkt, politischen Punkt, weil sie halt eben nicht Bürger zweiter Klasse dann hinter den Schwarzen sein wollten, die dann das Wahlrecht bekommen hätten, also die schwarzen Männer, und die ja teilweise ja der Ansicht waren, dass die schwarzen Männer überhaupt gar keine richtigen Menschen überhaupt sind, viele von diesen Leuten da. Und das natürlich so die ultimative Kränkung war, dass sie dann da kein Wahlrecht haben, aber die schwarzen Männer dann ein Wahlrecht haben. Und so haben die das überhaupt nur auf ihren Zettel gepackt, als Forderung. Also ja. Und ansonsten wussten sie ja, dass sie genug Macht ausüben können über ihre Männer halt stellvertretend. Irgendwelche Frauen von der Oberschicht, die brauchten da kein Wahlrecht für. Ja, das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum die Frau Bär in ihren Reden, so, ich habe mir da ein bisschen was angeguckt, ja, so auf so Rechtsphilosophie oder Rechtsgeschichte oder so eigentlich keinen Bezug nimmt. Vielleicht hat sie auch keine Ahnung davon. Nö, ich würde mal sagen, keine Ahnung. Ja. Ja, und dann sagt sie, sie hätte ja nebenbei noch Politikwissenschaft studiert, und das wäre total wichtig, dass man da irgendwie noch den Blick hat für andere Felder und so, weil es ja auch größtenteils um, also das richtete sich an Studenten, das, was sie da gesagt hat. Und dass sie früher in der Hausbesetzerszene unterwegs war, hat sie noch irgendwie erzählt. Hat zwar gemeint, so, ja, ich weiß ja nicht, was sie sich jetzt vorstellen, so, aber... Ja, und ja, dass Häuser besetzt hat, würde man sich vorstellen, oder? Und Leistungssportlerin ist sie noch gewesen, im Rudern, Achter Ruder, niemals alleine, hat sie gemeint. Und sie hat auch erzählt, dass von den Leuten, die das damals mitentscheiden mussten oder durften, dass sie da diesen Richterposten am Verfassungsgericht bekommen hat. Und da gab es wohl noch so einen CDU-Politiker, der dann dafür sie gestimmt hat und irgendwie gemeint hat, so, ja, 8 Leute im Rudern und 8 Leute im Senat, so, die ist das gewöhnt, mit 8 Leuten zusammenzuarbeiten, sondern immer nur ja, das so, meinte ich ungefähr so. Dahergeleitet wird irgendwie. Ne? Ja, und dann halt Postmoderne. Postmoderne ist total wichtig, meint sie so. Und hier Postmoderne, da Postmoderne. Und die Butler, die muss man gelesen haben. Und wer die Butler nicht gelesen hat, aber die dann irgendwie kritisiert, das ist uninteressant, dieses mit dem Uninteressant, interessant und so, das hat sie sowieso die ganze Zeit immer ziemlich häufig gesagt. Und es war dann immer so,
so nach dem Motto, so die Sachen halt, wie sie das gerne haben möchte, dass man sich darüber unterhält, das ist interessant, ne? Und alles andere ist dann halt uninteressant. Also Butler halt nicht lesen, ist uninteressant. Ich meine, Butler ist die, die in ihrem Gender Trouble von Fallogozentrismus und Compulsory Heterosexuality schreibt. Also Zwangsheterosexualität und Fallogozentrismus. Fallogozentrismus bedeutet, dass die Weltsicht, die normierte, dass das eine männliche ist und dass man die untergraben muss. Also, und im Endeffekt ist zu behaupten, entweder du liest Butler oder du bist uninteressant, auch nur wieder educate yourself, Shitlord. Also es ist nichts Neues. Aber fallogozentrisch würde für mich darüber hinausgehen, weil eigentlich, was du gesagt hast, ist auch eigentlich androzentrisch. Das ist erreichen. Androzentrisch ist die männliche Zentrierung. Sie nennt es Phallogozentrismus. Ist doch auch ein viel interessanteres Wort, wenn du irgendwie Phallus sagen kannst. Ja. Und sie redet halt auch davon, von Classical Liberal Foundational Fiction. Also, dass wir gleich sind, also dass es Fiktion ist, dass der Liberalismus halt Humbug ist. Und wenn jemand sagt, Liberalismus Humbug, dann denke ich mir immer, ja, auf jeden Fall. Ist aber interessant, was du zu sagen hast. Ja, und dann hat sie halt auch angesprochen, dass die McKinnon halt so gegen Gewalt war und dass sie das dann halt auch gut fand und dann sogar irgendwie was geschrieben hat, einen Gesetzesentwurf, hat sie gemeint, gegen Pornografie, weil sie da ja dann von der McKinnon gelernt hat, dass das Pornografie-Ding so unglaublich schlimm ist und dass da überhaupt nichts Gutes gibt und so. Und der sei dann auch wohl auch beraten worden, meinte sie, aber wäre halt nichts draus geworden aus dem Gesetzentwurf gegen Pornografie. Ja, und die Butler regt sich auch übers Inzest-Tabu auf. Das ist auch ganz wichtig. Okay. Das Tabu muss aufhören. Also. Spannend. Echt? Ja, lest mal Gender Trouble, das ist ein super Buch. Genau, das ist voll interessant. Na, ist anders uninteressant. Ja, und dann ist ja noch das Ding mit den Gender Studies, weil nämlich die Frau Bär ja an der Humboldt-Universität ein Gender-Kompetenzzentrum betrieben hat. Und das ist ja das sagenumwobene Gender-Kompetenzzentrum und so, wo irgendwelche Leute gemeint hatten, das hätte es nicht gegeben oder so. Und sie hat da halt auch erzählt, das sei wohl erstmal nur inoffiziell gewesen. Also irgend so ein Prof hätte ihr das wohl erlaubt, da mit irgendwelchen Leuten irgendwelche Seminare abzuhalten und hätte dann auch hin und wieder mal seinen Kopf reingesteckt, was da so vor sich geht. Und parallel hätten sie dann ständig irgendwelche Leute von anderen Universitäten, und sie zählt da zum Beispiel die London School of Economics, war auf jeden Fall mit dabei, hätten sie dann die wurde von der Fabian Society gegründet, eine marxistische Vereinigung, und die London School of Economics dient als Beispiel für die liberale Revolution mit der Montparnasse Society, die später sozusagen die Fabian Society kopiert hat, dass du eben in verschiedene Taschen reingehst, dass du Thinktanks gründest, dass du Universitäten gründest, und dadurch ist die Chicago School und damit auch der Neoliberalismus entstanden, weil die sich von der London School of Economics und der Fabian Society abgeguckt haben. Ja, jedenfalls der Auftrag von diesen Leuten war dann quasi zur Unileitung von der Humboldt-Uni hinzugehen und zu sagen, so was, ihr habt ja hier gar kein Gender Studies Department, das braucht man doch heutzutage, so nach dem Motto. Um die dann da irgendwie, und sie hat da auch so mal gelacht, so, ja, so haben wir es dann gemacht, um die dann da irgendwie dazu zu kriegen, dass sie sich dann irgendwie denken, so, ja, wir müssen sowas hier auch unbedingt einbauen, weil das ist ja jetzt irgendwie so das neue Ding, und ansonsten sind wir hinten dran und dann kommen wir nicht mehr mit oder so. Und so wird das scheinbar gemacht, ne? Also so viel nochmal zum Thema die unglaubliche Wissenschaftlichkeit der Gender Studies, weil ich glaube mal jemanden, wenn du jetzt irgendwie einen neuen Bereich in der Physik irgendwie auftust, keine Ahnung, hast ein neues Teilchen gefunden oder so, da brauchst du bestimmt keine 5 Leute da erstmal hinschicken, die dann so sagen, so, ja, was, forscht ihr jetzt nicht da dran oder was? Da seid ihr aber, ja, seid ihr abgehängt oder wie, ehe die das dann irgendwie machen. Also ich glaube, das ist dann ziemlich selbsterklärend für die Leute, was der Sinn und Zweck des Ganzen ist. Aber ja, Gender Studies, da muss man das tun. Was der Abel vorhin meinte, ist mir noch eingefallen, dass die in einer Laudatio, die für sie gesprochen wurde, wurde auch bemerkt, dass sie in Ungarn, in Budapest an der Universität, auch
so eine Gastprofessur oder so hatte. Ja, genau, da hatte sie jetzt gar nichts zu gesagt. Aber das wurde, wie hat sie gesagt, in der Laudatio, diese Universität wäre von Soros gesponsert worden. Ja, das, das ist eine Tatsache. Das kann man auf der offiziellen Biografie-Seite von der Frau Beer beim Verfassungsgericht auf der Homepage. Da steht das mit drin, dass sie bei mit dieser Central European University, das ist nämlich dieser Zankapfel da mit dem Soros, genau, dass sie da halt irgendwas damit zu tun hat. Also da steht in der offiziellen Biografie von der Dame drin, das ist da ist sie zwar an dem Abend überhaupt nicht drauf eingegangen, aber das ist kein Aluhut oder irgendwie so. Und finde ich auch interessant, dass da nie drüber geredet wird, wobei diese Universität. Ja, ist die Frage der Ausdrucksweise, ne? Wenn du das nicht sponsert bei Soros, dann ist das vielleicht doch Aluhut, ne? Und dass der, dass er das Ding da irgendwie maßgeblich finanziert, ist denke ich, auch unbestritten. Also. Die Frage ist, warum? Ne? Also da kann man jetzt irgendwas zu herspinnen, irgendwelche Gründe dafür, die man natürlich nicht weiß, aber dass es so ist, das ist, denke ich mal, unbestritten. Ja, aber auf jeden Fall, es wird ja viel darüber geredet, aber sie wird in diesem Zusammenhang, habe ich zumindest noch nicht gehört, dass sie da irgendwie genannt werden würde, zumal sie ja eine Verfassungsrichterin in diesem Land ist, also ein ziemlich hohes Amt in einer von unseren drei Gewalten hier ausübt. Und ja, durchaus interessant. Und da hat sie halt eben erzählt, dass sie mit diesem Gender-Kompetenzzentrum dann da Ministerien beraten hätte, Bundesministerium, wie man dann irgendwie da das mit den, was hat sie gemeint, irgendwie verurteilen oder so, den da irgendwie nehmen könnte. Und hat dann so Storys erzählt, wie beim Finanzministerium hätte man ihr gesagt, das Geld hat keine Vorurteile. Und dann haben die Leute gelacht, so, hahaha. Das Geld, das hat man. Sie hat bestimmt Vorurteile gefunden von dem Geld. Ja, und die Intersektionalität, die gute alte Intersektionalität, die ist ihr natürlich auch ganz wichtig. Ist sehr gut. Die muss natürlich auch unbedingt sein, ist auch total interessant, also ist ganz wichtig. Und bei den Geschlechterthema, da fängt es natürlich erst an, hat sie gemeint. Und deswegen ist Intersektionalität so wichtig. Da fängst du erst an, weil dann hast du ja noch das Ganze mit den verschiedenen Rassen und so weiter und so fort. Und also ich weiß nicht mal, ob sie den Begriff Rasse auch benutzt hat oder ob sie das nur irgendwie mit Gruppen hier und da, keine Ahnung was, kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern aus dem Gedächtnis, aber auf jeden Fall hat sie halt gemeint, da fängt es erst an, dann gibt es noch dies, das und jenes und so weiter. Ja, und also Vorurteile sind auf jeden Fall schlecht und das öffentliche Verwaltungsrecht ist total interessant, hat sie gemeint. Und dass sich die Leute doch da mehr für interessieren sollten, für das öffentliche Verwaltungsrecht. Und da hat es dann so langsam bei mir angefangen, im Kopf die verschiedenen Cooler zu verbinden. Ne? Also ich höre da Hausbesetzer-Szene, Postmoderne, öffentliches Verwaltungsrecht. Und also ich meine, das ist halt wieder das, wo wir vorhin schon von geredet haben, so mit solchen Sachen kannst du es halt machen. Ne? Also wenn du ins öffentliche Verwaltungsrecht reinschreibst, dass du jetzt irgendwie die Frauen hier fördern musst, Begriff Frauenförderung hat sie übrigens auch verwendet. Also Frauenförderung wäre ganz wichtig. Was ich unter dem Gesichtspunkt von Gleichberechtigung und so schon interessant finde, dass so eine Richterin. Ja, solche Leute sind ihrer Frauen aber nicht bewusst, glaube ich. Ne? Also zu so einer eindeutigen Tatsachenerklärung da verleitet, jo. Die halt eben ist, ja, Frauenförderung, das brauchen wir ja. Und dann hat sie irgendwas geschrieben gehabt über Artikel 3 Grundgesetz. Ich weiß nicht, ob das ihre Dissertation war, aber auf jeden Fall, da hat sie sich halt mit beschäftigt. Und, ach ja, sie hat gemeint, dass Intersektionalität halt auch in Artikel 3 Grundgesetz drinsteckt, weil da ja diese verschiedenen Kategorien, die da diesen Diskriminierungsschutz haben, da sind ja schon mehrere aufgezählt, halt Religion, Herkunft und so weiter. Und das wäre halt auch ein Grund, warum diese Intersektionalität halt so wichtig ist, weil es gibt halt noch mehr als nur Geschlecht. Und schauen Sie mal Artikel 3, die ganzen Sachen, die da aufgezählt sind.
Ja, dann hat sie noch gemeint, dass das Bundesverfassungsgericht ja so wegweisend sein würde. Alle möglichen anderen Leute würden da immer darauf warten, dass die irgendwas entscheiden und das dann abschreiben, also jetzt in anderen Ländern und so. Und deswegen würde sie das auch begrüßen, dass die ganzen Urteile jetzt alle schon ins Englische übersetzt werden, damit die dann da halt direkt ja, das abkopieren können. Ich bin gespannt, wie sie das mit dritten Geschlechtern da irgendwie eine Ansprache haben wollen in Ländern, wo es unterschiedliche Anreden da gar nicht gibt. Aber ja. Ja, dann hat sie noch gemeint, dass das System, was sie da damals irgendwie ernannt hat in das Gericht, das sei ein ganz tolles System, weil das läuft ja dann quasi so ab, dass wenn die Grünen jetzt den vorschlagen, dann wird der genommen und die Grünen stimmen dann halt auch mit für die von den anderen Parteien dann ab. Und das würde, meint sie, dazu führen, dass es halt keine ganz Rechten und ganz Linken gibt, die dann da ins Verfassungsgericht kommen, sondern halt nur so gemäßigt die Leute, wie wofür sie sich anscheinend hält. Ach du Scheiße, echt. Ja. Nee, auf keinen Fall kommen Linksradikale ins Bundesverfassungsgericht, Frau Wehr. Nee, kein bisschen. Und dann hat sie gesagt, das Paritätgesetz ist erst der Anfang. Danach wird es erst. Jetzt könnt ihr den Satz sicherlich vervollständigen. Danach wird es erst. Wir kriegen den Hals nicht voll. Nee. Interessant wird es dann natürlich. Ach so, ja. Danach wird es erst interessant, genau. Oh Mann. Ja, und zu diesem ganzen Geschlechterthemen hat sie noch gemeint, dass bei den anderen Leuten, die das kritisieren, diesen ganzen Uninteressanten, da gibt es immer nur so anekdotische Evidenz dafür, ne? Ja. Also warum das jetzt Quatsch ist mit den Gender Studies und Ideologie und so. Die sagen dann immer so, ich kenne doch wen und der ist doch so und so und deswegen ist das Quatsch und das ist ja nur anekdotische Evidenz dann halt. Ne? Ja, und dann habe ich... Das waren soweit meine Notizen, aber was ich auf jeden Fall am schlimmsten fand, sage ich jetzt mal so, an dieser ganzen Sache ist dieses Postmoderne halt, ne? Irgendwie Postmoderne. Und ich denke mir so, und interessant, und man muss diesen Humbug irgendwie lesen und jeden, und da fängt es erst an, und Intersektionalität und so ein Kram, aber vor allem Postmoderne, weil ich meine, Postmoderne ist ja nun gegen die Aufklärung im Endeffekt, ne? Oder ja, sehe ich das, also, was falsch ist? Es ist gegen die Aufklärung. Eine Abkehrung von Metanarrativen. Im Grunde sagt Postmoderne, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Ja, genau. Also. Und dann hast du sowas auf der einen Seite und dann hast du Leute, die Gerechtigkeit gerne bearbeiten wollen und entscheiden wollen, gerechte Entscheidungen machen wollen. Und die haben dann so ein Ideal von Larifari. Und Aufklärung ist schlecht, so. Und Gerechtigkeit, wir wollen Gerechtigkeit haben. Genauso wie wir uns das vorstellen mit unserem Kram, den wir uns zusammengereimt haben. Paritätgesetz erst anfangen. Danach wird es wirklich interessant. Also ja. Und die... Danach ist wirklich ungerecht, ne? Ich habe mich da jetzt nicht groß unterhalten mit den Leuten, die da waren. Weiß nicht, was in deren Köpfen vorging, kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt nur der linksextreme Teil der juristischen Fakultät war. So kam ich mir da auch eigentlich nicht vor. Aber ja, die Stimmung war schon gut. Also die Leute schienen sich da nicht groß dran zu stören an den Ausführungen von der Dame. Und dann weiß ich nicht, ob das jetzt nur am Alter liegt oder ob wir da halt eine neue Generation von Juristen dann haben, die diesen ganzen Krempel, diesen ganzen Anti-Aufklärungskrempel schon mit einem Löffel aufgelöffelt haben, weil solche Leute, ja, wie Frau Bär das halt jetzt über ein paar Jahrzehnte da reingetragen haben. Aber man weiß es nicht, man kann den Leuten nicht in den Kopf gucken. Vielleicht haben sie sich auch so wie ich einfach nur ihren Teil gedacht. Ah, das ist ja schön. Also. Ja. Wenn die Leute da nur drin sitzen und sich denken, ich würde jetzt gerne pöbeln, aber ich bin ein trainierter, dressierter Affe und ich mache es nicht.
Ja, sie hat auch eine Autorität mit ihrer Stelle, mit ihrer Position und so, ne? Also ja, aber ich finde, du verlierst deine Autorität, wenn du sagst, Postmodernismus ist klasse. Weil es einfach Humbug ist. Ja, und vor allem, also, wie ich sagte, auch so wenig fachlichen Input oder Output da eben produziert, ne? Ich meine, weißt du, ganz im Kern, im Herzen ist Postmodernismus schon punkig. Aber halt wirklich so wie so ein Straßenpunk. Nichts ist wichtig, lass einen saufen gehen. Weißt du, das ist Postmodernismus. Hausplätze-Szene, ja. Ja, also so im Herzen denke ich immer an Punks. Also wenn ich postmoderne Literatur lese, also philosophische Texte über Postmodernismus, fühlt es sich immer an, wie wenn intellektueller Nervenzusammenbruch bekommt. Also so liest sich das. Also so. Ja, nur ist im Zweifel eben rücksichtslos oder so, ne? Mindestens ja. Ja, aber das war auf jeden Fall unser wöchentliches. Es ist alles so schlimm in Amerika mit den SJWs. Ja, allerdings. Also bei uns sitzt im Verfassungsgericht, dort hat man nur laute Flame Wars. Also. Ja. Verschiedene Geschichten erzählen. 30 Jahre Intersektionalität. Die US-Juristin und feministische Vordenkerin Kimberly Crenshaw wird in Berlin gefeiert. Ja. Von allen gefeiert? Nicht von allen. Denn unter diesen ein Leuten... Ein kleines Dorf voller Hannoveraner. Genau, unter den Leuten, die sich an jedem Tag da eingefunden hatten, befanden sich nämlich auch meine Person und der Ebel und der Sebastian von Red Pill Berlin, damals der da die Premiere organisiert hatte, der ist auch spontan mitgekommen. Und wir haben uns also ja, da zum Gunda-Werner-Institut begeben und uns diesen ganzen Krempel da mal live und in Farbe gegeben. Leider konnte man da keine Fragen stellen, beziehungsweise es gab nur eine Frage und danach war schon Schluss mit Fragen. Der Ebel wollte gerne ein paar stellen, aber ging leider nicht. Und so haben wir uns quasi das nur angehört, was die Dame da so zu erzählen hatte. Und das war auf jeden Fall auch... ja, obwohl man ja diesen ganzen Kram ja schon kennt, also Intersektionalität für die Leute, die da noch nicht so firm sind. Ich wünschte, ich wäre es auch nicht, aber das mal zu erklären, das bedeutet halt quasi, dass man sich bei den ganzen Leuten immer nur anguckt, wo die herkommen, was die für eine Sexualität haben und so, und das bildet dann quasi so Kreise, und da, wo diese Kreise sich dann überschneiden, das ist halt die Intersektion, und das Intersektionalitätstheorie sagt dann halt, dass diese Leute aus diesen ganzen Gründen, die sie halt haben, also ob sie jetzt Frauen sind, ob sie jetzt schwarz sind, ob sie jetzt behindert sind und so weiter und so fort, dass das also alles immer so einen Kreis der Unterdrückung gibt, und Intersektionalitätstheorie sagt dann halt eben, dass diese verschiedenen Unterdrückungen dann alle noch schlimmer werden dadurch, dass die halt mehrere sind. Und das hat diese Dame sich irgendwann mal ausgedacht, diese Frau Crenshaw, die US-Juristin, wie hier steht, also die ist sogar Professorin für Rechtswissenschaften. Ich hatte jetzt vergessen, wo, das hatte sie aber auch gesagt. Ich glaube, das war in Los Angeles. Aber will oh ich ja, mich... das steht auch in der Bildunterschrift, Chris. Okay. Jura-Professorin in der Ach so. Ach, das Sache, ja, okay. Genau, und die ist ja ziemlich bekannt auf jeden Fall in diesem ganzen SJW-Bereich, und wie ich da halt auch feststellen durfte an dem Tag, die Dame ist sogar öfter in Deutschland. Die hat ja nämlich so ein bisschen davon erzählt, wo sie schon überall gewesen ist und so. Und da gab es dann ja auch so ein Buch dazu, da gucken wir auch gleich nochmal rein. Da steht auch noch was drin zu den anderen Sachen, was sie da so in Deutschland verbrochen hat. Aber auf jeden Fall fing das halt an, mit, also diese Moderatorin, die das ganz geleitet hat, die war ziemlich gut gelaunt die ganze Zeit so. Die hatte auch ein paar Sachen gesagt, wo ich auch schmunzeln musste, so, war ganz, also hat diesen Feiercharakter auf jeden Fall ein bisschen auch, also das hat auf jeden Fall gepasst, wenn man jetzt wirklich eine Feier macht. Die anderen Sachen waren nicht so passend, also da hatten sie halt irgendwie so eine Theatertante da aus Berlin, die irgendwie auch groß erzählt hat, wie schlimm das alles ist und dass die Leute irgendwie meinen, politische Korrektheit und so, und das ist doch gut und so weiter und so fort, und
Dann hatten sie noch so welche, die irgendwie so einen Vortrag da gehalten haben oder irgendwie so ein Schauspiel war das vielmehr irgendwie über, wo man sich irgendwie bewerben könnte, irgendwelche Fördergelder zu kriegen und so. Also ich habe nicht so ganz verstanden, was der Sinn und Zweck des Ganzen war. Und also diese Moderatorin... Fördergelder zu kriegen. Naja, also es war halt irgend so eine Art Lesung. Also, und die haben da naja, irgendwas... Ja, aber das ist doch ein Kernthema der intersektionellen Linken, Fördergelder kriegen. Ja. Also. Ja gut, also ich habe halt nicht so ganz verstanden, worauf sie damit hinaus wollten jetzt mit, also wie sie das präsentiert hatten halt. Ich kann das schwer wiedergeben, weil ich nicht mehr genau weiß, wie diese Formulierungen waren, aber sie hatten halt irgendwelche fiktiven Ausschreibungen irgendwie erfunden, die wohl auch irgendwie humoristisch lauten sollten irgendwie und halt auch mit Intersektionalität wahrscheinlich, weil der Behinderte sollte sich dann irgendwie bewerben als Wiederhersteller vom deutschen irgendwas oder so. Also wollten sie wahrscheinlich darauf hinaus, dass er irgendwie, weil er ja weiß ist, da irgendwie verpassen würde und das andere war eine schwarze Frau und so weiter und so fort und ja, also es war so ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall diese Moderatorin, als sie dann zum Schluss da mit der Crenshaw gesessen hat und die mit der irgendwie geredet hat, war die wie ausgewechselt. Also die hatte anfangs halt irgendwelche Witze gerissen, die ich halt auch teilweise wirklich ganz gut fand. Aber als sie dann dahinter ja mit der gesessen hat und es wieder um irgendwie Unterdrückung ging und so, da war die echt wie ausgewechselt. Also das fand ich ziemlich bemerkenswert. Und da merkt man halt auch mal wieder, was dieser ganze Kram halt eben hilft. Ne? Dass so Leute, die eigentlich eine richtig positive Einstellung haben, so dann wieder so nach dem Motto so, ja, Unterdrückung und so weiter. Da dann irgendwie ganz, ganz depressiv plötzlich wirken und so, obwohl sie vorher durch die Gegend gehüpft sind, wie sonst sowas. Ja. Und also an der Rede von der Crenshaw, die hat halt quasi erzählt, wie sie irgendwann mal mit einem Freund zu so einer Veranstaltung, so einer an so einer Uni war irgendwie ein Freund von ihr, der erste Afroamerikaner, der in so eine elitäre Studentenverbindung aufgenommen wurde und sie sollte ihn halt begleiten zu so einem Saufabend irgendwie in so Studentenverbindung. Und sie regt sich halt darüber auf, dass sie bei dieser Studentenverbindung halt darauf bestanden haben, dass alle Frauen zur Hintertür reingehen in dieses Haus, irgendwie in dieses Verbindungshaus. Und das erzählt sie halt auch so nach dem Motto so, ja, und wir haben uns ja vorher darauf geeinigt, wir sind die Schwarzen und wir lassen uns keinen Scheiß hier irgendwie andrehen und so. Und ihr männlicher Kollege hätte dann da halt keine Probleme damit gehabt, dass sie dann zur Hintertür rein muss und so. Wo ich mir dann auch so nur so dachte, ja, Kimberley, also ich meine, das ist irgend so eine elitäre Studentenverbindung, da hört man ja auch so Sachen, ne, was die ganzen Leute alles machen müssen, um da überhaupt Mitglied werden zu dürfen. So irgendwie hier mit dem David Cameron und seinem Penis in den Schweinekopf stecken und so ein Scheiß, ne, was sie da irgendwie an komischen Ritualen da irgendwie machen, da ist das ja auch eigentlich berühmt dafür. Also kein Mensch weiß, was dieser Typ alles hat machen müssen, um da aufgenommen zu werden. Und es ist sicherlich alles nicht so harmlos wie die Frauen gehen hier hinten rein. Ne? Und deswegen haben die damit wahrscheinlich auch kein Problem gehabt. Und deswegen taugt es wahrscheinlich auch nicht als große Unterdrückungsgeschichte, so eine scheiß Studentenverbindung irgendwie hinten reingehen zu müssen. Ja, auf jeden Fall hat sie es dann gemacht und irgendwie schlechten Alkohol getrunken und dann war ihr schlecht und dann ist sie nach Hause gegangen und dann hat sie noch die Tür kaputt gemacht von denen. Und dann hat sie irgendwie halb im Suff sich überlegt, dass sie sich nie wieder irgendwie sowas gefallen lassen wird und so weiter und so fort. Ja. Strong and independent woman, sag ich da nur. Das war halt so eine Anekdote, die sie erzählt hat und wo ich auch richtig aufgehorcht habe, was ja auch so ein Thema ist, wo wir uns hier schon ganz lange beschäftigen, ist dieser ganze Bereich von Anschuldigungen, sexuelle Belästigung, generell Belästigung gegen Frauen und so, weil die Dame ist da nämlich sehr aktiv. Die hat nämlich auch gemeint, dass sie damals die Anita Hill vertreten hat. Das war ja eine, die einen schwarzen Supreme Court Richter
quasi irgendwelche sexuelle Belästigungsvorwürfe gemacht hatte, weswegen sie dann probiert haben, dass der halt nicht Richter wird. Also quasi genauso wie jetzt mit dieser Kavanaugh-Geschichte, nur halt damals mit dem, ich glaube sogar, war er sogar der erste schwarze Supreme Court-Richter? Ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall hat sie halt die vertreten, die Anita Hill hieß, die Vorwürfe da gemacht hat. Und dann hat die Crenshaw halt erzählt, dass wenn sie damals damit durchgekommen wären, also mit dieser Anschuldigung von wegen sexueller Belästigung, der nicht Richter gewesen wäre, dann wäre George Bush nie Präsident geworden, hat sie gemeint. Und wenn der George Bush nie Präsident geworden wäre, dann wäre man auch nie in den Irak gekommen und so. Also die hat da echt so die einen Kausalzusammenhang hergestellt zwischen, hier hatten wir unsere heilige Anschuldigung wegen sexueller Belästigung. Und wenn wir da das nur geschafft hätten, unsere super tolle politische Anschuldigung wegen sexueller Belästigung, dann wäre dies, das und jenes politisch irgendwie nie passiert, was wir nicht gut finden, und deswegen ist das gut. So. Wirklich so. Und deswegen hätte jemand Unschuldiges dafür leiden. Das wäre ja auch, was ist das Leiden von dem einen Richter gegen die Tausende, die dann nicht gelitten hätten? Ja. Also Star Trek-mäßig ist sie da schon voll im Kanon. Aber halt auch diese Hybris zu glauben, so, ja, wenn ich damals ein bisschen mehr Glück gehabt hätte und da, dann wäre die ganze Welt in Ordnung gekommen, ne? Weil ich es geschafft habe, da den einen Typ zu Unrecht aus seinem Job zu mobben. Ja, super. Das fette Fahrradkette, ne? Das war eh ziemlich vage. Also. Ja, und bei der ganzen Kavanaugh-Geschichte war sie halt auch anwesend, wie sie gesagt hat, und da hat sie sich tierisch darüber aufgeregt, dass sie den einen Tag da irgendwie vor die Leute getreten ist und dann ein paar Schwarze gesehen hat, die protestiert haben. Und da ist sie dann natürlich sofort hin, weil sie sich gedacht hat, ja, die Schwarzen protestieren. Und dann hat sie aber gemerkt, dass das Schwarze waren, die quasi dafür protestiert haben, dass der Kavanaugh da angenommen wird als Richter. Und das war natürlich dann wieder Hochverrat, ne? Also ich meine, ja, Strammfehler, also. Ja, die Schwarzen halt falsch, ne? Also. Ja, das war die Crenshaw in Berlin. Live und in Farbe. Und also diese Visualisierung fand ich voll interessant. Also da hat sie dann aufgemalt, wie die einzelnen Bereiche ineinander greifen. Oder? Und das, je mehr man in Bereiche greift, desto mehr ist man gebunden an die Bereiche oder was, ja. Also ich meine, so kann man das vorstellen. Und ja, je mehr Intersektionen du hast, je mehr Intersektionen du hast, umso unterdrückter bist du halt. Genau, dieses hier, das ist dieses Buch, das hatte ich ja auch gerade in Händen, das wurde da verteilt für umsonst. Und das fängt schon direkt hier in dieser, also das ist hier nochmal ein Foto von der Dame, und dann gibt es hier gleich so eine Begriffserklärung, und da wird sich auch gleich was wiederfinden, was wir gerade erst gehört haben. Wo haben wir es? Genau, da haben wir es. Der BPOC. Dass man vor das POC direkt noch ein Black davor gepackt hat, weil das ja sonst dann unsichtbar wird. Ne? People of Color war gestern. BPOC. Aber echt, oder was? Sagt man dann BPOC? Ja, wahrscheinlich BPOC, ne? Also das POC ist ja auch schon Englisch. Also Black People of Color beinhaltet People of Color, aber People of Color beinhaltet nicht Black People of Color. Mhm. Yellow People of Color, Red People of Color, dann sind wir schon wieder eigentlich an dem Punkt, wo wir vorher waren, nur dass wir, genau, da schwarze Sektoren of Color also dahinter stellen. Super Nummer. Hat sich echt gelohnt, jahrelang im Kreis zu laufen, um dann wieder am Anfang anzukommen. Hier gibt es in dem Glossar jetzt auch die Definition von POC nochmal. Weil BPOC steht ja hier, steht für Black People of Color und People of Color. Ja, deswegen brauchst du aber kein POC. Das POC steht ja da drin. Du hast aber, du ja, brauchst das B, damit du die Black People nicht ausblenden kannst. Das ist doch logisch, oder nicht? Wer sind denn die anderen, die Asiaten oder was? Oder? Ja, Indigenous People und so, Native Americans. Ja. Und, was ist das denn hier für ein Bullshit? Community. The English term community used in German refers to the collective and its inscribed resistance potential. Was ist das für ein Quatsch? Was ja, das ist das für ein unsagbarer Quatsch?
White in italics and lowercase. The word white is written in italics and lowercase to refer to the constructedness of making differences. Oh, ich kann gar nicht so viel. Oh. Ich weiß, es ist dir schon klar, was Tribalismus ist, Kimberly, oder? Und dass das quasi biologisch ist, oder? Aber. Oh. Ja, gut, da schreibt er jetzt hier auch nicht die Kimberly selber, das sind irgendwelche anderen Autoren, unter anderem die Sabine Haag, die ist da auch rumgerannt, die Gender-Professorin aus Deutschland, die hatte ich aber schon früher mal kennengelernt, also. Das war nicht das erste Mal, dass ich die gesehen habe. Die hatte ja auf jeden Fall auch einen Gastbeitrag zu diesem ganzen Krempel gemacht. Ich habe mir die einzelnen Beiträge aber noch nicht durchgelesen, aber ich werde jetzt gleich nochmal hier weiter scrollen, auf jeden Fall zu diesem Inhaltsverzeichnis. Und da gab es dann hier nämlich, diesen interessanten Eintrag hier. Kimberly Crenshaw vor dem Bundesverfassungsgericht. Religion am Scheidepunkt zwischen Rasse und Geschlecht. Wer braucht es nicht? Ja. Religion. Bundesverfassungsgericht. Wisst ihr Bescheid? Kimberly Crenshaw. Reading Anti-Discrimination Law with Crenshaw, but without Rasse. Ja, das ist alles eine ganz große Rassentheorie, das muss man ganz klar so sagen. Ne? Also zwar nicht nur, weil sie auch noch ihre Geschlechtssachen da drin haben, aber das ist schon auch so. Ja. Ja, anhand von Geburtsmerkmalen oder so. Ne? Ja, auf jeden Fall unveränderlichen Dingen. Ja, unveränderlichen Dingen auch, weil diese Religionssache, die bringen sie da immer mehr mit rein. Das, die Kybra war übrigens auch da. Aus, ne? Die ist da auch umgegeistert. Sorry. Die war auch in Berlin, oder was? Die Kübra war da, ja. Habe ich auch mal gesehen, live und in Farbe jetzt, ja. Mann, du hast ja fast das Feministensammelalbum voll. Ja, das war natürlich auch alles sehr bunthaarig da und so. Und wir drei sind auch ziemlich aufgefallen, eigentlich so. Hast du Mikroaggressionen verursacht oder so? Drei glatzköpfige Männer über 30, also so viel gab es da nicht, auf jeden Fall. Aber der Abel ist Schwabe auf Color. Ja, es gab so ein paar Soyboys, aber ich glaube, so von den Herren, die da waren, wären wir fast als alte Herren durchgegangen, weil so viel Ältere waren da eigentlich nicht mehr. Ja, die werden da auch gar nicht reingelassen. Ja, jeder über 30 spielt ja auch nicht mehr mit oder so, ne? Eigentlich. Ja, die sind dann schon vernünftig genug, genug so. Lebenserfahrung, um zu merken, dass es nicht so gut ist oder so. Die ziehen sich dann eher mit einem guten Wein an ihren Kamin zurück und lassen die Crenshaw Crenshaw sein. Lassen die Intersektionalität, genau, lassen die Crenshaw einen guten Mann sein, meinst du? Ich glaube schon.